Bill, schön, dass du hier bist, dass du geschafft hast zu kommen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Long time. Wieder in Deutschland. Okay. Yeah. But you got the skin tone. Das ist gut. International endlich auf dem Teppich. Das freut mich natürlich. Wir werden jetzt nicht Englisch quatschen. Nein. Auf was freust du dich heute Abend? Ich freue mich auf alles, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ich muss ja zugeben, ich kenne mich nicht so richtig aus mit Sport. Darum, ich freue mich auf alle. Also ich freue mich, die ganzen Gewinner kennenzulernen. Die haben ja alle eine ganz besondere Geschichte. Ich glaube, ich werde viel dazulernen heute. Viele Leute kennenlernen, die ich noch nie vorher gehört habe, gesehen habe. Darum, ich lasse mich einfach mal so ein bisschen überraschen. Ich lasse mal auf mich zukommen. Das fand ich jetzt ganz, ganz geil und auch ehrlich. Ja, mit Sport habe ich kenne mich nicht so aus. Was ist denn dein Workout dann, hör mal? Ich mache überhaupt keinen Workout, ehrlich gesagt. Ich muss das echt zugeben. Ich bin total faul. Ich wollte unbedingt mal mit Yoga anfangen. Ich auch. Hab das aber auch noch nie gemacht. Ich war einmal ganz kurz bei einer Yoga-Session und fand das echt ganz gut. Ich auch. Aber ich krieg echt meinen Arsch nicht hoch. Also wenn ich dann mal Zeit habe, dann gehe ich lieber mit Freunden was trinken, als Sport zu machen. I cannot no more. Er ist so ehrlich. Aber ich bin ja heute auch eher für die Mode zuständig. Darum, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Absolut. Und das Schöne bei dir ist, was ich einfach schon beobachten durfte mit meinen 38, ich bin ein bisschen älter als du, ja. Einfach schon, dass du in deinen jungen Jahren hattest du schon deinen Stil gefunden, ohne es vielleicht zu ahnen. Und war bestimmt nicht einfach in Deutschland für dich, oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß noch, oft gucke ich zurück und denke so, wow, dass ich mich das mit 15 getraut habe, so rumzulaufen. Aber wenn man jung ist, dann macht man Sachen auch einfach und probiert die aus. Und für mich war es immer total wichtig, dieses Freiheitsgefühl, dass ich mich anziehen kann, wie ich will. Und ich habe mir das einfach eingefordert. Also egal, wie hart das manchmal war, ich habe es einfach gemacht. Ja, das denke ich nämlich auch. Ich hatte nichts mit jung zu tun, das hat er eingefordert, weil du bist. Ich will dich nicht weiter aufhalten. Wir sehen uns später, da darf ich dich nochmal drücken. Bill Kaulitz sitzt neben mir. Ich bin echt auch stolz. Auch meine Reise war was länger und jetzt sitze ich neben dir und kenne dich natürlich und habe dich auch schon ein paar Mal gesehen. Auch in L.A. sind wir schon mal ineinander gelaufen. Ne? Ja. Auf so ein, was war das? Nicht ein Barbecue, so eine Hausparty. Eine Hausparty, da hat aber keiner getanzt. Nee. Ne? War ganz entspannt. Ich bin ja nicht so ein Tänzer. Bist du eigentlich ein Tänzer? Gehst du dann und wie? Ja, du gehst so total ab. Bei mir entweder ich bin total betrunken oder ich sitze meistens rum und quatsche mit irgendwelchen Leuten. Also ich mache beides. Okay, sehr gut. Dann, was sind denn deine Mores? Meine Mores? Also ich mache ja auch alles Mögliche. Ich bin ja von, Mode war immer meine ganz große Riesenleidenschaft neben meiner Musikkarriere sozusagen. Ich habe früher als kleiner Junge immer angefangen zu sketchen. Habe immer schon Sachen selber entworfen. Ich hatte früher halt keine Kohle, mir irgendwelche Klamotten zu kaufen. Und bin dann irgendwie in so Billig-Discounter und habe mir immer 3-4 T-Shirts gekauft und habe die dann zusammengenäht und habe daraus neue gemacht. Das heißt, Mode war immer mein Riesending. Ich liebe Tiere auch über alles. Habe ja auch einen kleinen Hund. Eine englische Bulldogge, Stitch, der ist jetzt 5 Monate alt, der ist super süß. Das war auch echt hart, den jetzt zurückzulassen in L.A., den musste ich jetzt zum Hundesitter geben. Ansonsten kommt der aber immer mit, der reist mit mir, der ist ein Service-Dog, das heißt, der darf auch immer ins Flugzeug und überall mit dabei sein. Ich würde sagen, das sind so meine Mores, ja. Ich würde sagen, da sind noch viel, viel mehr, aber du bist ja ein bescheidener Mensch. Das macht dich auch aus, weil du hast sehr viel geschafft und trotzdem, und das ist auch so eine deutsche Tugend, die ja gar nicht so schlecht ist, weil du bist so ein Working Boy, ja? Also Arbeiterklasse irgendwo auch wieder, ne? Ja, ich finde ja nichts schlimmer als Leute, die so arrogant sind. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ich finde, umso mehr man eigentlich erreicht hat im Leben, umso entspannter muss man eigentlich sein, weil man hat doch überhaupt keinen Stress mehr. Wir können uns doch nicht beschweren, oder? Ich meine, und darum, ich liebe das, wenn man mit Leuten... Mir geht es nämlich ganz oft so, wenn ich auch andere Künstler toll finde und liebe, dass ich die dann getroffen habe und dann fand ich die oft in Person total scheiße. Das macht alles kaputt. Danach konnte ich die Songs nicht mehr hören und nicht mehr auf die Konzerte gehen. Mir ist auch Familie natürlich total wichtig. Ich glaube, bei Tom und mir war das ja auch so. Wir sind natürlich immer zusammen gewesen. Wir haben das alles zusammen gestartet. Und auch die anderen beiden Jungs. Wir sind ja, ne, wir sind zusammen aufgewachsen. Ich kenne die, seitdem ich 12 bin. Ne? Also von daher, wir sind eine Family, die unterwegs ist. Ja, die Geschichte kenne ich und die fand ich halt auch immer sehr, sehr wichtig, weil man ja immer denkt, dass dann irgendwann alles kaputt gehen muss, weil der Leadsänger ist der Leadsänger und alle gucken auf ihn. Dadurch, dass ihr aber eine Familie seid, kennt ihr das und wisst, dass das ganz normal ist. Ja. Und vor allem hat auch jeder so seine Position gefunden. Ne? Ich sehe das auch immer so jetzt beim Single-Cover oder so, da bin ich vorne drauf und dann schreiben ganz die Leute, wo sind die anderen, die Armen, die werden immer außen vor gelassen. Ich muss euch wirklich sagen, die sind froh, wenn die da vorne nicht drauf sind. Ne? Die sind froh, wenn die keinen Fotoshoot machen müssen. Und nicht. Also jeder hat halt so seine Rolle auch. Ne? Und ich habe das immer geliebt, auf der Bühne zu stehen und Performer zu sein und aufzutreten. Georg und Gustav sind froh, wenn die kein Schwein anguckt und die können sich irgendwo hinter den Lichtern verstecken und dürfen halt ihre Instrumente spielen. So. Das lieben die. Und Tom zum Beispiel liebt im Studio zu sein, die Sachen zu produzieren. Also jeder hat so sein Ding und das hat sich so ganz normal gefunden.
Ja, und das ist einfach natürlich und das merkt man und das ist auch das Schöne. Ich glaube auch, dass du vielleicht nach L.A. oder dass ihr, dein Bruder und du, nach L.A. gezogen seid, weil ihr da nochmal mehr Möglichkeiten seht und auch freier seid. Kann das sein? Total. Wir waren irgendwann an so einem Punkt in unserer Karriere, wo ich mich selber auch gar nicht mehr sehen konnte und ich konnte das auch alles nicht mehr hören und dachte so, es ist mir einfach too much. Es ging auch viel zu wenig um das, was wir machen. Ne? Es ging so viel um unser Privatleben und so und das ist auch alles so ein bisschen aus der Kontrolle geraten damals und ich dachte irgendwann, wir müssen uns so retten, dass ich auch wieder kreativ sein kann und ich will mal frei die Straße runterlaufen und mal ganz normale Sachen machen. Das kriegt man dann auch mit, erst wenn man so ein bisschen älter ist. Wir waren dann 20 irgendwann und dann merkt man ja aber erstmal, dann fängt man ja an, so ein eigenes Leben zu haben. Ne? Weil mit 15, da kommst du gerade aus der Schule, das war erstmal alles nur spannend und aufregend. Und darum, L.A. hat uns da in ganz, ganz vielerlei Hinsicht irgendwie gerettet. Ne? Also frei zu sein, kreativ zu sein, wieder Lust zu kriegen auch auf das Ganze. Genau, das ist es nämlich, wieder Lust zu bekommen. Genau wie mit dem Sport. Man braucht ja auch Inspiration. Ja. Auch du brauchst die Inspiration. Total. Ne? Total. Also wir haben so ein isoliertes Leben ja auch geführt. Ne? Wir waren immer die ganze Zeit in zugezogenen Hotelzimmern. Wir konnten nirgends rausgehen. Wir waren gar nicht mehr Teil vom Leben. Und ne, man läuft immer mit geducktem Kopf überall lang, dass einen keiner anquatscht und so. Ne? Man ist so ein isolierter Alien irgendwann und ich liebe Menschen und ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein und das wollte ich halt unbedingt wieder. Ja, das merkt man total und ich habe dich wirklich anders eingeschätzt. Ich habe dich wirklich auch sehr zu eingeschätzt, ja. Aber das war wirklich die Gegebenheit. Das waren die Gegebenheiten, ja. Ich konnte, es ging nicht mehr anders. Ne? Du hattest immer die ganzen Securities um dich rum, das war wie im Zoo immer und irgendwann dachte ich, wow, ich muss hier mal raus, ich muss da mal ausbrechen. Ja, ich bin einfach sehr, sehr froh und ich glaube auch, dass ich für andere sprechen kann, dass wir so Vorbilder wie dich haben, dass du in Amerika zwar lebst, aber sehr, sehr gerne in deine Heimat kommst und uns und Deutschland auch so geil repräsentest. Ich liebe Deutschland hier. Ich komme immer wieder gerne hierher. Ich vermisse vor allem das Essen immer. Das Essen. Lecker, das deutsche Essen. Ja, vor allem jetzt hier in München, da gibt es schönes deutsches Essen. Same, same. Ich entlasse dich. Ich danke dir recht herzlich. Tolle Erfahrung mit dir mal zu quatschen. Danke.